Tropische Regenwälder ziehen sich wie ein grünes Band rund um den Planeten. Die flächendeckenden, dichten Regenwälder entziehen der Luft besonders effektiv CO2, nutzen den Kohlenstoff fürs Wachstum und setzen Sauerstoff frei. Zudem sind sie eine natürliche Klimaanlage, denn die Regenwälder verdunsten viel Wasser, das für einen wichtigen Kühl- und Feuchtigkeitskreislauf in der Atmosphäre sorgt. Doch für Landwirtschaft und Viehhaltung wird Regenwald in gewaltigem Ausmaß gerodet. Allein im Jahr 2020 wurden 4,21 Millionen Hektar zerstört. Eine Fläche größer als die Schweiz. Seine Vernichtung führt zu einer dramatischen Verstärkung des Klimawandels. Besonders verheerend ist die Brandrodung. Dabei entweicht der in Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Inzwischen gibt der Amazonas-Regenwald mehr CO2 ab, als er binden kann. Tropische Regenwälder ziehen sich wie ein grünes Band rund um den Planeten. Die flächendeckenden, dichten Regenwälder entziehen der Luft besonders effektiv CO2, nutzen den Kohlenstoff fürs Wachstum und setzen Sauerstoff frei. Zudem sind sie eine natürliche Klimaanlage, denn die Regenwälder verdunsten viel Wasser, das für einen wichtigen Kühl- und Feuchtigkeitskreislauf in der Atmosphäre sorgt. Doch für Landwirtschaft und Viehhaltung wird Regenwald in gewaltigem Ausmaß gerodet. Allein im Jahr 2020 wurden 4,21 Millionen Hektar zerstört, eine Fläche größer als die Schweiz. Seine Vernichtung führt zu einer dramatischen Verstärkung des Klimawandels. Besonders verheerend ist die Brandrodung. Dabei entweicht der in Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Inzwischen gibt der Amazonas-Regenwald mehr CO2 ab, als er binden kann. Tropische Regenwälder ziehen sich wie ein grünes Band rund um den Planeten. Die flächendeckenden, dichten Regenwälder entziehen der Luft besonders effektiv CO2, nutzen den Kohlenstoff fürs Wachstum und setzen Sauerstoff frei. Zudem sind sie eine natürliche Klimaanlage, denn die Regenwälder verdunsten viel Wasser, das für einen wichtigen Kühl- und Feuchtigkeitskreislauf in der Atmosphäre sorgt. Doch für Landwirtschaft und Viehhaltung wird Regenwald in gewaltigem Ausmaß gerodet. Allein im Jahr 2020 wurden 4,21 Millionen Hektar zerstört, eine Fläche größer als die Schweiz. Seine Vernichtung führt zu einer dramatischen Verstärkung des Klimawandels. Besonders verheerend ist die Brandrodung. Dabei entweicht der in Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Inzwischen gibt der Amazonas-Regenwald mehr CO2 ab, als er binden kann.